Hallo, liebe Freunde des Vitalstoff-Blogs und hallo, liebe Frau Gräfe, Christiane Gräfe von der Zeit. Ja, Frau Gräfe, ich möchte mich heute mit einem Beitrag auseinandersetzen, den Sie vergangene Woche in der Zeit publiziert haben. Der Beitrag, vielleicht kann das die Kamera hier einfangen, lautet, wirft die Frage auf, ist Glyphosat gefährlich? Und das ist eine Fragestellung, die wichtig ist, die auch ich auf meinem Blog vielfach bereits diskutiert habe und die Sie dann eben auch bei sich in der Zeit, der Sie nachgehen. Soweit, so gut und das ist zu begrüßen. Schade finde ich, wie schnell dann diese Frage Gefährlichkeit ja oder nein von Ihnen in Ihrem Beitrag dann auf die krebserregende Wirkung, möglicherweise krebserregende Wirkung von Glyphosat reduziert wurde. Ganz so, als ob Glyphosat ungefährlich sei, wenn es nicht krebserrege oder nicht sicher krebserregend sei. Und dann, da hätte ich mir einfach tatsächlich gewünscht, dass eine Publikation wie die Zeit mit dem Qualitätsanspruch, den Sie verfolgen und zu Recht verfolgen, auch hier den bereits bekannten Hintergrund etwas umfassender ausgeleuchtet hätte. Und dazu gehört tatsächlich zunächst einmal die Erkenntnis, dass Krebs eine systemische Erkrankung ist, die gewissermaßen die Spitze eines Eisberges darstellt. Und der Eisberg, das ist etwa die Folgen von Zivilisationserkrankungen, die wir heute in unserer Welt zu beklagen haben. Und wie gesagt, Krebs ist dort quasi eine Spitze auf diesem Eisberg. Das heißt aber dann, dass auch sehr, sehr viele andere Krankheiten schwere Folgen haben und auch Gefahren aufwerfen. Und diese Frage alleine, diese Antwort alleine hätte ich mir gewünscht, weil damit steht auch Glyphosat im Zusammenhang. Der zweite Punkt, der das eben dann auch klarer noch zeigt, ist der, dass Glyphosat etwas ist, was meiner Meinung nach auch gut in den Hintergrund Ihres Beitrages für den Leser hineingehört hätte. Also die Frage ist, was ist eigentlich Glyphosat, wo kommt es her? Und da finde ich es schon interessant und sicherlich Ihre Leser möglicherweise auch, zu erfahren, dass Glyphosat ursprünglich ein Chemiereiniger gewesen ist, der nämlich in einem sehr, sehr weiten Spektrum Mineralien zu binden in der Lage ist. Und der wurde damals in den 50er und 60er Jahren eingesetzt, um chemische Anlagen von Ablagerungen zu befreien. Diese Bindungsfähigkeit von Glyphosat ist es, die dann ja eben auch zu weiterer Nutzung geführt hat. Man hat nämlich erkannt, dass dieser Stoff in der Lage ist, bestimmte Prozesse in lebenden Organismen hervorzurufen und insbesondere auch in Pflanzen, die absterben, wenn man Glyphosat anwendet. Der Hintergrund, der hier interessant ist und nicht in dem Beitrag erscheint, ist, dass Glyphosat selbst zunächst einmal auf enzymatische Prozesse einwirkt und im Konkreten auf den Shikimat-Weg. Der Shikimat-Weg ist ein Enzymprozess, der insbesondere bei Bakterien angewendet wird, beziehungsweise Anwendung findet, den Bakterien nutzen, um ihren Stoffwechsel zu vollziehen. Und dieser Shikimat-Weg wird von Glyphosat gehemmt, wodurch dann anschließend die Wirkung auch erfolgt. Die Wirkung von Glyphosat ist aber eben nicht primär. Glyphosat per se ist nicht giftig für Pflanzen. Das hat Professor Don Huber mehrfach bereits auch publiziert und an vielen Stellen öffentlich auch dargetan. Wenn man Glyphosat auf Pflanzen in sterilem Boden aufbringt, dann werden diese Pflanzen vorübergehend in ihrem Wachstum schwer gehemmt. Aber sie sterben nicht ab, weil es tatsächlich keine Feinde, keine Bakterien, schädlichen Bakterien im Boden gibt, die in sie eindringen können.
Denn das ist es, wie Glyphosat tatsächlich wirkt. Glyphosat wird von der Pflanze aufgenommen, über ihr Wurzelwerk, auch bis in den Boden hinein ausgebracht. Und dort werden insbesondere die guten Bakterien, die die Pflanze für ihre Abwehrfähigkeit benötigt, die sie schützt davor, von Pathogenen, die sich im Boden befinden, befallen zu werden, die werden gehemmt, die werden ausgeschaltet, sodass dann diese Pathogene, die sich im Boden befinden, das können andere Bakterien sein, das können Pilze sein, Organismen, die dann nach einem zeitlichen Verzug, 3 bis 4, 5 Tage, in der Pflanze sich vermehren und letztendlich dann von innen für den Tod sorgen. Professor Huber nennt es eine schwere Form von HIV, also von AIDS, für die Pflanze. Das sind Hintergründe, die dem Leser und der Leserin helfen, zu verstehen, dass Glyphosat viel mehr ist als nur eine harmlose Substanz, die einige Unkräuter auf der Ackerfläche vernichtet. Glyphosat ist tatsächlich ein Breitbandantibiotikum und es wirkt als solches auch auf das Mikrobiom, welches wir als Menschen benötigen, um unsere Stoffwechselprozesse gesund ablaufen zu lassen. Das betrifft die Bildung von Vorstufen für die Signalmoleküle in unserem Gehirn, für Neurotransmitter, Tryptophan, Serotonin. Die sind allesamt darauf angewiesen, dass das Mikrobiom, dass unsere Darmkultur gesund und leistungsfähig ist. Und auch hier wirkt Glyphosat schädlich, sodass das Auftreten von Erkrankungen des depressiven Spektrums bis hin zu Autismus sehr nachvollziehbar mit Glyphosat in Verbindung gebracht werden können. Und es mangelt hier an weiteren Forschungen, um diese Zusammenhänge besser zu verstehen. Aber klar ist, dass es hier zu schweren, und zwar kumulativ schweren Störungen durch Glyphosat kommt. Das heißt, die Langlebigkeit von Glyphosat ist ebenfalls ein Faktor, der grob unterschätzt wird. Glyphosat ist sehr, sehr lange im Boden und in den Organismen, die es eingebracht wird, vorhanden, weil es eine unglaublich stabile Struktur ist. Diese stabile Struktur ist dann eben wiederum ein weiterer Punkt. Glyphosat ist entstammt einer ganz einfachen natürlichen Aminosäure namens Glycin und diese ist durch durch einen synthetischen Anhang an dieses Glycinmolekül dann zu Glyphosat neu künstlich geschaffen worden. Das heißt, es gibt eine hohe Ähnlichkeit und Verwechselbarkeit zwischen Glycin und Glyphosat. Glycin ist eine Aminosäure, die in unserem Körper für viele, viele Proteinbausteine Verwendung findet und es ist ebenso plausibel, dass es hier zu Austausch zwischen Glyphosat und Glycin kommt. Das heißt, dass in dem Maße, wie Glyphosat in unseren Körper gelangt und in die Verfügbarkeit dort sich an die Stelle einbetten könnte, an denen Glycin ursprünglich seinen Platz hat. Damit würde dann auch die Funktionalität solcher Proteine gehemmt werden können. Und insofern ist diese Gefahr eine reale Gefahr, die in Ansätzen auch wissenschaftlich bereits dokumentiert ist, die man allerdings weiter erforschen muss. Der Vorhalt an die öffentliche Hand ist, dass die Risikobewertung für Glyphosat all solche Aspekte außer Acht lässt und sich nur sehr, sehr kurzfristig auf die unmittelbare Toxizität beschränkt, die nicht gegeben ist, das ist unstrittig, oder die sich auf die Frage konzentriert, ist Glyphosat krebserregend, ja oder nein? Diese Frage ist ja dann auch Ihr Kernthema in dem Beitrag. Und noch einmal, das ist eine Frage, die ist relativ sinnlos. Krebs ist eine schwere Erkrankung und davon geht viel Leid aus, aber Krebs ist eine systemische Erkrankung, die, auch das ist inzwischen unstrittig, sich über lange Zeit bildet, die entsteht unter anderem auch durch entzündliche Vorgänge, durch Dinge, die im Körper lange Zeit falsch laufen. Dass hier Glyphosat eine Rolle spielen könnte, ist sehr wahrscheinlich, wird von der
internationalen Gesundheitsorganisation, WHO, beziehungsweise der Unterorganisation, die sich für die Einstufung der krebserregenden Substanzen zuständig ist, ja auch bejaht. Das berichten Sie zutreffenderweise in Ihrem Beitrag. Aber es ist eben nur eine Frage von vielen, die sich mit der Gefährlichkeit und dem Risikopotenzial von Glyphosat beschäftigen. Dazu hätte ich mir tatsächlich viel mehr Hintergrund gewünscht. Wenn Sie diesen Hintergrund noch nicht kannten, so freue ich mich, Ihnen noch einmal meinen Blog als Ausgangspunkt zu empfehlen. Glyphosat spielt dort eine wichtige Rolle, eben weil es mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr, sehr schwere Gesundheitsgefahren beinhaltet. Die Störung des Mikrobioms, die Analogie zwischen Glyphosat und Glycin, nur als Stichworte. Sie werden dort auch Wissenschaftler zu Wort kommen sehen, die sich mit diesen Fragen seit langen Jahren beschäftigen und die Sie im Zweifelsfall auch kontaktieren können. Und das ist etwas, was unsere Gesellschaft braucht, wenn es darum geht, die tatsächlichen Folgen von Technikabschätzung, von Technikeinwendung vorzunehmen. Nichts anderes geht es ja hier bei Glyphosat. Nun ist dieses Molekül schon sehr, sehr lange in Gebrauch. Wir werden möglicherweise in kurzer Zeit erleben, dass auch die Industrie sich über die tatsächlichen Gefahren von Glyphosat lange schon bewusst gewesen ist. In den USA ist nun verfügt worden, dass Dokumente veröffentlicht werden müssen, im Zusammenhang mit den internen Untersuchungen des Herstellers zum Einsatz von Glyphosat. Bei der Tabakfolgenabschätzung ist es ja bereits schon einmal so gewesen, dass die wirklichen Folgen, die die Wissenschaft, unabhängige Wissenschaft über Jahrzehnte beklagt und angemahnt hat, der Industrie, dem Hersteller, den Herstellern sehr, sehr lange schon bekannt gewesen und verschwiegen worden sind. Und möglicherweise haben wir es hier bei Glyphosat mit einem ähnlichen Sachverhalt zu tun. Selbst wenn nicht, so ist es auf alle Fälle wichtig, dass diese weiteren Fragen rund um die Gefährlichkeit dieses Moleküls dringend erforscht und öffentlich diskutiert werden müssen. Und dazu kann auch die Zeit einen Beitrag leisten. Ich wünsche Ihnen und den Leserinnen und Lesern des Vitalstoff-Blogs, den Zuschauern dieses Videos, weiterhin das Beste und freue mich auf eine nächste Begegnung. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.